Hallo, ich bin die Sandra von Pferdeinsider.com und ich möchte heute das Thema behandeln, ob eine Aufzucht auf schiefen Hängen die natürliche Schiefe des Pferdes oder auch die Hufe negativ beeinflusst. Immer wieder werde ich das gefragt, weil es natürlich in Österreich im positiven Sinne sehr viele Aufzuchtbetriebe gibt, die auch Almen nutzen. Ja, das heißt, die jungen Pferde kommen über den Sommer auf die Alm und diese Almen können natürlich in Österreich auch einigermaßen steil ausfallen. Meine Pferde sind auch immer in der Aufzucht auf Almen gewesen und wie man im Hintergrund hier auch so sehen kann, sind auch unsere normalen Bergkoppeln einigermaßen steil. Ja, also ich glaube, man kann es schon erkennen. Insofern habe ich seit ungefähr 20 Jahren Erfahrung mit Aufzucht auf sehr steilen Gelände und gebirgigen Koppeln und kann sagen, dass die Pferde nur davon profitieren. Sie werden trittsicherer, die Gelenke, aber auch meistens die Hufe formen sich sehr gut aus. Sie werden meiner Erfahrung nach nicht schiefer, aber sie werden viel koordinierter, ja. Sie werden viel zäher in ihrem ganzen Bewegungsapparat und ich kann das eigentlich nur empfehlen, dass man Pferde auch immer wieder auf steile Gelände koppeln, peu à peu lässt, ja, dass sie einfach ihre Balance verbessern, dass sie im Endeffekt auch ihren Gleichgewichtssinn schulen. Das kommt einem ja als Reiter dann auch wieder vehement zugute und deshalb kann ich es für mich nur aus der Erfahrung sagen, dass ich da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Nichtsdestotrotz gehört natürlich ein junges Pferd ganz regelmäßig vom Hufexperten angeschaut und korrigiert, ja, damit sich keine Schiefigkeiten in den Hufen, egal aber auf welcher Koppel das Pferd lebt, entwickelt. Ja. Und natürlich auch etwaige Stellungskorrekturen gerade schon beim jungen Pferd vorgenommen werden können, damit die sich gar nicht manifestieren oder irgendwie ausprägen. Auf Pferdeinsider.com haben wir wirklich ganz viele tolle Inhalte und Themen, die euch helfen, ein Pferd besser zu verstehen, aber auch richtig zu interpretieren und dementsprechend den Trainingsaufbau optimal zu gestalten. Bitte meldet euch unbedingt auch zu unserem Newsletter an, der kostenlos ist, in dem wir immer wieder ganz viele wichtige Themen kostenlos und informativ behandeln. Bis bald, eure Sandra.